Kennst du da vierstelle Kollegen, mit denen zu sehen, die politisch ein total anderer Meinung hat wie du? Absolut nicht, ist er nee, vielleicht, ist er ja, absolut ja. Not really. Maybe. Das ist ein Beispiel, mit dem kann als Sondage in Polarisierung von unserer Gesellschaft müssen. Also wie gespleckt als Gesellschaft ist. Was mehr Antworten in Extremer, was mehr polarisiert. Was mehr Antworten damit, was mehr polarisiert. Wenn ihr so einen Kommentarspalte für Social Media guckt, da können die Menge mehr werden immens polarisiert. Identitätsthemen, Migration, Klimawandel, Nahen Osten. Es gibt doch zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen. Hey, get out of here! This is my house! Did you do this, you son of a bitch? Kaum Toleranz, Konsens oder Kompromissbereitschaft. Beleidigungen am Platz Argumenter. Auch gibt es scheinbar immer mehr Leute, die extrem rechts oder extrem links fühlen. Muss man also fährten, also als konsensorientierte Demokratie, um ein? Ah, zähl mal kein, mal auf Fullo! Die gute Nachricht? Wissenschaft weise viel mehr nuanciert Bild. Aber Polarisierung hat auch gute Effekte. Aber wir müssen aufpassen, dass sie nicht zu stark wird. Sonst wird es gefährlich. Wegen Ländern sind da noch viele gespickt. Was sind Trends? Aber wer ist zu Lützebüsch? Etüde weisen, dass wir dabei Polarisierung oder Polarisieren an den Medien zugeholen. Heute zum Beispiel die Evolution, wie dachst, dass wir da an der deutschen Presse vorkommen. Das beweist aber nicht, dass Polarisierung an der Gesellschaft tatsächlich zugeholt wird. Just, dass sie an den Medien mehr DAX thematisiert wird. Joe. Ah! Ja. Was bedeutet die Wahrheit Polarisierung? Für die Wissenschaft ist ein Indikator, der weist, wie weit Meinungen oder Positionen von Neuwäsch sind. Das kann sich als ein Indikator wie ein Thermometer vorstellen. Hol mal ein fiktives Beispiel, wie Leute sich im politischen Spektrum links und rechts andehlen. Wenn die meisten Leute sich in der Mitte positionieren, also ist wenig ein Extremer, dann haben wir eine niedrige Polarisierung. Wenn die meisten Leute sich aber nur weit nur links, weit nur rechts positionieren und es kaum Leute dazwischen gibt, dann haben wir eine höhere Polarisierung. Das war ein Beispiel für politisch, respektive ideologisch Polarisierung. Links, nach links! Hier ist links! Nein! Hier ist links! Du drehst nach rechts! Hier ist links! Mann! Also was sind die Politiker oder die Wähler hier politisch Positionen? Weiter Beispiele wäre progressiv oder konservativ, Internationalismus oder Nationalismus. Es gibt aber auch noch gesellschaftlich Polarisierung. Also zwischen verschiedene gesellschaftliche Schichten, zum Beispiel Jung versus Alt, Reich versus Arm. Oder emotional oder affektiv Polarisierung. Also du bist immens froh mit Leuten aus Dengergruppe, aber du hast die anderen. Und das ist eine gefährliche Ausstellung für die Weltgemeinschaft. Ist Polarisierung gefährlich? Ja, was ist zu heisch ist, definitiv. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Aggressivität und Misstrauen zwischen Wählergruppen oder Politiker zuhält, Institutionen gelähmt gehen, Vertrauen an das gesellschaftliche System geschwächt wird, je, dass einfach nicht mehr jemand den diskutiert kann gehen und es mehr schwerer wird, für Lösungen und Kompromisse zu finden. Agree to disagree. Gibt übrigens so eine Etude, die weiß, dass eine extrem polarisierte Gesellschaft die Leute so stark zu ihren politischen Vertretern halten, dass die davon machen kann, was sie will. Lehen, Skandale, und trotzdem bleiben sie ihm oder hier treu. They're eating the dogs, they're eating the cats. Wir polarisieren wir doch Positivseiten, was sie nicht so heisch ist. Sie setzt politische Debatten in Bewegung und mobilisiert Wähler. Außerdem muss eine Demokratie auch in gewissem Maß minoritär und konträre Meinungen zulassen können. Ohne verschiedene Meinungen wie eine Gesellschaft ganz träge und kann sich kaum weiterentwickeln. I don't want things to change. Die Frage ist, an der es noch nicht eindeutig beantwortet, ob wenn die Polarisierung zu viel geht und also die Negativeffekte überwiegen. Dafür versichert Forscher, Polarisierung zu müssen. Und das geht zum Beispiel durch Umfragen, psychologische Experimente oder Analyse von Wahlen, Wahlprogrammen, Online-Kommentare oder den Medien. Aber wie ist es da los? Hält Polarisierung zu? An den USA weisen viele Studien ganz klar, ja. Halt zum Beispiel eine Grafik, die weist, wie Demokraten und Republikaner am Repräsentantenhaus die letzte Jahrzehnte aufgestimmt haben. Gewinnen an der 50er noch viel Überlappungen, so sich die Vertüren dann immer mehr zwei Lager entwickelt, mit kaum noch Überschneidungen. Mehr in Europa ist es mehr kompliziert. Hier ist eine Grafik, die die Polarisierung von den Parteiensystemen auf verschiedene Länder über Zeit weist, auf einer Skala von 0 bis 6. Wir sehen eine hohe Polarisierung für Länder wie Frankreich oder Holland, eine mehr niedrige für Malta oder Lützburg, ein Trend nach oben für die Schweiz oder die Belgien, eine neue für Lützburg. Es ist von allem dabei. Um Niveau von einer affektiven Polarisierung, also so wie man Leute aus der einen oder anderen Gruppe emotional bewerten, als dänisch. Love, hate, hate, love. Wir haben einen klaren Trend nach oben, zum Beispiel in den USA, der Schweiz oder Frankreich, und einen Trend nach innen, zum Beispiel in Norwegen, Schweden oder Deutschland. Also nee.
Polarisierung geht nicht überall an der westlichen Welt konstant an selbe Strop. Übrigens, die Analysen an dieser Studie sind zwar recht rezent publiziert gegangen, aber zu lange just bis 2019 respektive 2020. Seit daher ist aber viel geschieht. Covid, russischer Attack auf die Ukraine, verschiedene Wahlen in Europa, wo Extremparteien viel Stimmen bekommen. Not good. Bei Rezentausschätzungen von Experten bis 2024 deuten darauf hin, dass politische und gesellschaftliche Polarisierung an der EU seit 2019 weiter hochgegangen ist. Die politische Polarisierung in Europa wird dem noch nicht so beim Niveau wie Anfang der 70er Jahre. Mehr heisch wie an den 90er, 2000er, aber nicht so heisch wie an den 30er Jahren. Es wäre übrigens nicht so, dass Mainstream-Parteien mehr extrem gesehen, mehr echt, dass Wähler sich von den zentristischen Parteien wäsch bewegt tun, sagt der Forscher Dr. Christoph Leschaff von der Uni Lützeburg. Hier warnt, dass seit 2010 Polarisierung immer mehr zusammenfällt mit einer Fragmentierung von den Parteien an einer elektoralen Volatilität. Das muss schon kein gefährlich gehen. Wir sollen aus der Geschichte lehren. Dabei könnte es seit 2010 durch eine viel mehr starke Tendenz geht, für Westeuropa Antisystemparteien zu wählen. Es muss aber bemerkt gehen, dass trotz der rezenten Erhöhungen das Niveau von der politischen Polarisierung in Europa substanziell niedriger ist als in den USA. Über die Ursache für die Polarisierung haben wir noch gar nicht geschwärzt. Eine, die dags genannt wird, sind Social Media. Das konnte aber noch nicht eindeutig von der Forschung gewiesen gehen. Tatsache, dass hinter der Aufhörung von Social Media die Polarisierung nicht an all Land rumgegangen ist, schwätzt erst dagegen. Es gibt ein ganz Ritsch weiter mögliche Ursachen an der Forschung diskutiert. Zum Beispiel Populismus, Fake News, steigende Ungerechtigkeiten. Mehr dazu in unserem Artikel auf Science.lu, wo wir auch darauf angehen, was ich gegen Polarisierung machen kann. Aber wie ist die Situation zu Lützebüsch? Nee, haut sich nicht zufrieden, haut nicht. Die Tüten an Impfrohen deuten darauf hin, dass Lützebüsch mehr polarisiert ist wie viele andere europäische Länder. Dass Lützebüsch gegen den Trend von steigender Polarisierung geht, sieht der Forscher Christoph Leschaff von der Uni Lützebüsch. Parteienlandschaft zu Lützebüsch wird zum Beispiel auch ideologisch gesehen vergleichsweise moderat und den EKR zwischen den Parteien sogar ein bisschen mehr klein gehen. Wir hatten zwischen dir mehr ging es so eine Chance. Allerdings gehen es aber Risiken, wie zum Beispiel die wirtschaftlichen Inegalitäten, die Polarisierung zwischen Reich und Arm könnte befeuern. Wir kommen zum Fazit. Polarisierung ist nicht nimmer schlecht. An, auch wenn ihr nicht kennt Mengen, es kann nicht pauschal so, dass es weltweit konstant rumgeht. Man hat genau an diesen, dass es in den letzten Jahren, zumindest an den USA und an Europa, eine Tendenz gibt zu mehr Polarisierung. Lützebüsch ist aber davon ein bisschen mal relativ gut verschont geblieben. Und es ist gewusst, dass Polarisierung ab einem gewissen Grad mehr negativ Auswirkungen hat wie positiver. Sie kann sogar richtig gefährlich gehen. Wenn Polarisierung etwas ist wie ein Thermometer für unsere Demokratie, dann ist es dünn alles darauf aufzupassen, dass es nicht zu heiß klingt. In dem Sinn, los uns diskutieren und in dem anderen nur lauschen, ohne zu scheitern. Das war's von uns. Bis die nächste Kehr. Ciao, ciao.